Vanitas ist die lateinische Übersetzung zu dem deutschen Wort Vergänglichkeit. Kannst du meine Seele heilen? Vanitas, ich glaube, dass das so im Mittelalter entstanden ist, sicherlich im kirchlichen Bereich, im christlich geprägten Bereich. Und da war Vanitas ja auch in vielen alten Bildern von alten Meistern, wenn da also die Sanduhr mit auf dem Tisch stand bei einem Stillleben oder der Schädel, das war ganz klar Vanitas. Und die deutsche Übersetzung ist eben die Vergänglichkeit. Und wir haben uns eben für den Begriff Vanitas entschieden, weil wir eigentlich über die Vergänglichkeit eine Ausstellung machen wollten. Ich denke schon, dass eine ganze Menge Menschen gegen die Vergänglichkeit arbeiten oder ankämpfen. Vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst, aber eigentlich denke ich, möchte keiner weg von dieser Erde und man möchte hier bleiben und festhalten und ja, und so wird jeder auf seine Art und Weise versuchen, das Vergängliche aufzuhalten. Ich glaube, dass sehr viele Menschen nach ganz kurzer Zeit in einer Ausstellung merken, dass sie in ihrem Alltag sehr wenig darauf achten, was sie bewegt. Denn viele Menschen kommen hier in eine Ausstellung, betreten diesen Raum, hören Musik, sehen die Werke, erfassen das Gefühl und sind sehr überwältigt in irgendeine Richtung, fühlen sich bedrückt und merken dann, dass sie nie damit gerechnet hätten, dass sie das bedrückt, was sie sehen. Und das zeigt mir ganz deutlich, dass in den Menschen viel mehr steckt, als sie alltäglich zulassen. Und man setzt es hier in der Ausstellung frei. Der Vanitas-Gedanke ist für mich ein Symbol für Angst machen und für Aufzeigen von Endlichkeit und ein Symbol für eine Begrenzung von allem, was passiert. Vanitas bedeutet für mich irgendwo eine Geburt von irgendetwas und ein Ende und beschreibt eigentlich die zwei Punkte im Leben von allem, was irgendwie entsteht. Unsere Intention war, zusammen ein Projekt zu machen. Wir haben eine große Räumlichkeit bekommen und wir haben gesagt, wir wollen zusammen was machen. Dieses Gebäude stand schon seit vielen Jahren leer und verfiel allmählich zur Ruine, soll abgerissen werden und natürlich ist da die Vergänglichkeit mit drin. Und uns hat sicherlich gereizt, einen solchen Ort zu diesem Thema, der eben sowieso auch schon vergänglich quasi geplant ist, dort eine Ausstellung zu machen, die das Thema Vergänglichkeit hat. Neues Wort.
große Aufwand. Die Installation ist natürlich entstanden, A, weil wir die Möglichkeit bekommen haben, diesen Raum zu bespielen, B, weil sich wirklich drei Leute zusammengefunden haben, die was schaffen wollen, was Außergewöhnliches schaffen wollen. Wir sind mit Enthusiasmus, mit viel Ideen und mit viel Arbeit an die Sache rangegangen und ich denke, da ist eine coole Sache daraus entstanden. Eben auch die Arbeit in dem Team hat mit uns dreien, glaube ich, allen was gemacht. Da ist was gewachsen, was zusammengewachsen und hat zu einer Ausstellung oder zu einer Installation geführt, die meiner Meinung nach recht beeindruckend ist. Die Gruppenarbeit als solche oder die Arbeit zu dritt war schon sehr inspirierend. Ist jedes Mal spannend, wieder mit neuen Leuten zusammenzukommen und wieder neue Eindrücke zu sammeln. Die Zusammenarbeit mit meinen beiden Kollegen war für mich eine unheimliche Erfahrung. Es hat mich befruchtet, es hat mich weitergetrieben. Die Gespräche, die zusehen, wie die anderen arbeiten, wachsen. Unser Zusammenspiel, wie wir hier den Raum herrichten, hat mir persönlich einen unheimlichen Schub in meiner Kunst weitergegeben. Ich glaube, dass dieser Raum eine Installation ist, die sich sehr unterscheidet. Der Raum bietet natürlich sehr viele verschiedene Eindrücke, was uns sehr wichtig war als Gruppe. Wir haben lange darüber diskutiert, wie beispielsweise die Werke beleuchtet werden, ob es Licht für die Werke gibt oder ob es ein Licht für den Raum gibt oder ob der Raum als Ganzes sein Licht hergibt. Ob man die Bilder einfach an die Wand hängt und einzeln beleuchtet oder ob man sich ein Konzept überlegt zwischen Beleuchtung, den Bildern, dem Weg der Menschen, den sie gehen müssen. Es gibt nichts, was ich langweiliger finde als eine Ausstellung, die ich besuche, wo Bilder auf weißen Wänden hängen. Für mich ist das Konzept hinter der Fotografie, hinter dem Gemälde, hinter der Installation sehr wichtig. Und für mich hört das Konzept nicht bei der fertigen Arbeit an der Wand auf. Also für mich ist die Fotografie, die Verarbeitung der Fotografie, der Druck, die Darstellung bei der Ausstellung genauso wichtig wie der zündende Gedanke am Anfang. Kunst ist im Grunde ein Zeichen, die Vergänglichkeit aufzuhalten. Man versucht ja, was zu schaffen, was bleibend ist, wenigstens für den Moment, und auch nachhaltig bleibend ist. Textil in allen seinen Variationen ist meine Leidenschaft. Meine Kunst, die ich produziere, ist immer Textil. Ich kann mich für Textil begeistern, für schönes, für wertvolles Textil, für textile Handwerke auch, vor allen Dingen, wenn sie aus verschiedenen Kulturen kommen. Da kann ich viel drüber lesen. Textil ist mein Medium schlechthin. Und deshalb war das klar, dass ich was mit Textil machen werde. Also ich habe mich entschieden, auch neue Dinge anzupacken, ganz in anderen Materien zu arbeiten. Die ständige Weiterentwicklung, die ständige Auseinandersetzung mit der Kunst, der ständige Drang, irgendwas Neues, was Einzigartiges zu schaffen, hat mich dann eigentlich bewogen, mit der Fotografie anzufangen, die aber wieder in meine künstlerische Arbeit reinfließt mit Malerei, mit Zeichnen,
eine Kombination einfach, diese Dinge zusammenzuführen, andere Materialien zu nehmen als das Gewohnte. Aus Staub ist alles geworden. Die Fotografie als Medium ist dem Thema sehr nah, vor allen Dingen durch die digitale Fotografie. Man entfernt sich inhaltlich mit dem, was man da tut, sehr davon eine Geschichte zu erzählen, die eine Wertigkeit hat. Es entsteht einfach sehr viel mehr und sehr viel leichter, als man das durch das Medium von früher kannte. Und durch die große Masse, die entsteht, verliert sich diese Geschichte auch sehr schnell wieder. Die Fotografie hat sich verändert und Fotografie ist weniger zu einer bedeutenden Kunst geworden, sondern vielmehr zu einer schnellen Erzählweise. Und ich möchte diesem Medium der Fotografie an sich eine Schwere zurückgeben, die sie eigentlich lange Zeit hatte. Die digitalen Bilder alleine reichen mir nicht aus. Ich brauche für mich die Arbeit mit Materialien, an den Bildern, an der Fertigstellung. Das kann für mich ein Sprungbrett sein, das kann für mich ein Anfang sein, aber dann muss ich handwerklich, künstlerisch mit Materialien, mit Farben arbeiten. Ich muss versuchen, neue Dinge zu schaffen, auch wenn sie nicht immer so hinklappen, wie ich das möchte und neu anfangen muss. Aber ich muss dabei arbeiten, ich muss das fühlen. Ich muss einfach dabei sein und fühlen und nicht nur am Rechner sitzen und digital irgendwelche Arbeiten machen. Die Inszenierung um die Kunst ist nicht immer wichtig. Kunst alleine sollte ja schon eine Aussage haben, aber manchmal ist es hilfreich, die Leute einfach dazu zu bringen, Kunst anzugucken und sich darauf einzulassen und ein bisschen Gedanken reinfließen zu lassen. Es ist eine große Herausforderung und auch eine große Freude, die Menschen aus dieser Eventstimmung rauszureißen, wenn man begeistert zur Ausstellung fährt und viele Künstler sehen möchte und betritt einen Raum, der so gar nicht zur Erwartung passt. Da erschafft man schon mal eine Lücke, in die man dann als Künstler viel reinlegen kann und wo man viel Eindruck hinterlassen kann. Ich versuche, meine Sichtweise den Leuten aufzudrängen, um sie einfach etwas zu erschüttern, aus der Bahn zu ziehen, um neue Blickwinkel zu erzeugen. Es ist nicht unbedingt meine Intention, immer Leute zu verwirren, aber es kann durchaus in der Kunst mir Spaß machen, wenn Leute so unterschiedlich reagieren. Ich finde es toll, wenn Leute unangenehm berührt sind, weil sie sich einfach einlassen in dieses Thema, weil sie einfach nicht von vornherein ablehnen und sagen, mag ich nicht, sondern auch dieses unangenehme Berührtsein schafft Gedanken und man setzt sich auseinander und man kommt vielleicht in Gedanken oder man schöpft Gedanken, die man vorher nicht hatte. Man rüttelt vielleicht auch mal wach und kratzt mal ein bisschen mehr als nur an der Oberfläche. Vanitas-Gedanken kann man mit Sicherheit heute noch entdecken.
nicht mit dem Wort Vanitas, aber einfach die Vergänglichkeit. Unsere Zeit ist schnelllebig, unsere Zeit ist viel vergänglicher geworden als früher. Unser Leben ist vielleicht länger als früher war, aber es passiert so sehr viel mehr. Die Vergänglichkeit ist viel, viel schneller da und vielleicht ist das für mich dieser Ausdruck mit der Kunst, die Vergänglichkeit ein bisschen aufhalten zu wollen, das eigene Leben vielleicht aufhalten zu wollen. Man schafft es nicht, aber man versucht es. Der Vanitas-Gedanke inspiriert mich nicht, um etwas anders zu machen. Da bin ich anders motiviert, weil ich sehr neugierig bin. Ich will anderes machen. Vieles wird mir schnell zu langweilig, zu eintönig. Ich möchte mich verändern, ich möchte Neues sehen, ich möchte lernen, ich möchte vorwärts gehen. Und Vergänglichkeit an sich, dieses Wort Vergänglichkeit, hat auch gar nicht so viel Bedrohliches oder Negatives auf mich. Also ich fühle das gar nicht so, weil letztendlich ist doch Vergänglichkeit, aus dem etwas Neues erwächst. Und das finde ich eigentlich recht tröstlich, nicht wirklich erschreckend. Tod oder Sterben, Angst davor zu sterben, das Vergängliche, ist schon aus meiner Kindheit da, Jugendzeit. Ohne dass ich irgendwo wusste, wie fasse ich den Gedanken auf. Mit zunehmendem Alter ist es ein bisschen stärker geworden. Die Endlichkeit des Lebens, die einem da erscheint, die Vergänglichkeit, die da ist, die ich versuche in meiner Kunst aufzuarbeiten. Meine Werke tragen ja nochmal den Untertitel Memento Mori, bedenke, dass du sterblich bist. Und in meinen Werken ist zu sehen, ob man sich verkleidet, anmalt, ob man sich versteckt oder was auch sonst macht. Wir alle können dem Tod nicht entkommen. Er wird da sein, irgendwann bei jedem. Und wir können uns wehren oder nicht wehren, aber egal was wir machen, der Tod wird da sein. This is called the Crocodile. You see this? Now, listen to these profound words by Dr. Jack Miles. Did you listen? Wird wieder Staub. Auf gewisse Weise denke ich, muss man heute sehr darauf aufpassen, dass die Kunst, die man macht und die man ja macht, um auch eine Geschichte zu hinterlassen, so groß inszeniert ist und so aufwendig eingerahmt wird, dass sie eben nicht so vergänglich ist wie die vergessene Geschichte vieler großer Maler, die einfach 100 Bilder hinterlassen. Es ist mir sehr wichtig, dass Dinge bleiben oder meine Kunst bleibt und ist sehr wichtig. Ja. Man möchte Spuren hinterlassen. Irgendwann, die Welt dreht sich weiter, man ist selber nicht mehr da. Aber wenn man dann sagt, da gibt es ja die Kunst von, dann hat man Erinnerungen bei anderen. Diese Installation im Ganzen begehen kann. Das ist spannend, dass alles eine Einheit ist, dass zwar jeder Künstler seine eigene Handschrift hat, sich präsentiert von seiner besten Seite und trotzdem das Ganze eine Einheit gibt, die zu dem Thema, was wir dann ja letztendlich auch gewählt haben, ja, wie die Faust aufs Auge passt. Es ist einfach, das ist es.